würde ich sagen, basteln. Oh, warte, wir können eine paar Zessen holen und dann mit dem Theseus. Und dann was? Dann können wir ein Zeug bauen und haben keine Karte zum Setzen. Ist mir in der Sekunde auch eingefallen, ja. Den gleichen Gedanken hatte ich auch gerade, aber ich bin dann schneller auf nee, geht gar nicht gekommen. Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heute Galactic Rose Luffy Sun mit einem Brilliant Madolche Deck. Wir haben nur Soul Charge. Und wir haben eine Magileine. Und wir haben vor allem eine Angeli. Was hat er gerade weggeschmissen? War das ein Blue Eyes? War ein Blue Eyes. Natürlich war das ein Blue Eyes. Fehlt noch irgendwas für die zweite Normalbeschwörung und wir können fast Sachen machen. Der ist ziemlich egal. Das ist weniger egal. Ja, weil... Der ist auch noch egal, aber das Viech, das er holen kann, ist nicht mehr egal. Der Spiritwing ist auch noch egal. Das, was weniger egal ist, dass er sich in den... dass er halt in den Moonlight Dragon bouncen kann. Oh! Nein, okay. Er hat Soul Charge. Das ist auch nicht besser. Okay, das ist auch mal eine Variante. Ja. Um so quasi konstant ein Crystal Wing zu bauen, ja? Das ist nicht doof. Das ist nicht doof, die Idee. Wenn du das so ziehst, wenn du Doppeltuner hast. Ja, gut, den zweiten Tuner hat er sich ja gesucht mit dem Priester. Stimmt. Ja, da brauchst du im Prinzip nur Sage und eine Möglichkeit, ein 8 aufs Feld zu bekommen und hast ein. Crystal Wing, die Idee ist halt nochmal so dämlich. Okay, ja, okay. Das heißt, wir können jetzt aber nichts, wenn wir jetzt einen Crystal Wing zucken. Wieso? Wir haben zwei Normalbeschwörungen, wir können den Crystal Wing ziemlich easy dodgen. Ja, dann schauen wir mal. So, und der Trick Clown. Mhm. So, Trick Clown Effekt, ja, nein, vielleicht. Wir haben so viele Monster-Effekte, wir grinden super easy durch den Crystal Wing durch. So, dann der. Und die würde auch gerne mal. Ja, nein, vielleicht. Die durchkommt, sucht sie eine Miauwaffel, vielleicht hätte ich gesagt. Nee, weil wenn die dann du. Ja. Nee, ich jetzt nicht benutzt. Kann. Wir spielen dann gleich die Angeli. Ja, doch. Aber... Ja, doch, sie sucht einen Miauwaffel. Aber wir, genau. Aber wir suchen einen Miauwaffel. Und dann bauen wir nämlich erstmal ein Kastel in den Crystal Wing. Hätten wir erstmal ein Kastel gebaut und mit den Crystal Wing um die Ohren gekastelt. Aber Überraschung. Dann annullieren müssen. Überraschung, sonst schon sind wir durch. Mhm. So, Hootcake. Der würde gerne mal. Verband den Dingens hier. Gem Knight. Und wo ist der Messen Gelato? Da ist der Messen Gelato. Mhm. So, Schloss oder Eintrittskarte? Was rückt der nochmal? Ich würde sagen Ticket. Oder? Ja, Ticket. Okay. Können wir eigentlich... nein, können wir nicht. Schade. Wir müssen jetzt ein Castle bauen. Ja gut, wir haben auch noch die Soul Charge, aber das können wir danach noch machen. Machen wir jetzt mal den Castle. So. Der schon mal weg. So, dann jetzt Soul Charge. Mhm. Auf dich und dich. Ja, okay. Mhm. So, das müsste Messen Gelato eigentlich nochmal aktiviert werden können. Weil es nämlich kein Once-Per-Turn-Effekt ist. Wäre ja auch schlecht. Und damit haben wir das Schloss. Mhm. Dann aktivieren wir das bitte mal jetzt. Und auch das Ticket.
Können wir jetzt die Angeli nochmal wegtributen? Klar, können wir. Oder? Ne, können wir nicht. Stimmt, das ist ein Once-Per-Turn-Effekt. Jetzt können wir nämlich jetzt können wir den Kollegen nämlich nicht bauen. Weil wir keinen Madolch im Friedhof haben. Ja. Wir können jetzt die Olle zwar bauen, aber die kann dann nicht aktiviert werden. Und hat nicht genug Attack, um mit dem Alternate fertig zu werden. Und das heißt, wir werden... davon, dass wir nicht angreifen dürfen. Richtig. Das heißt, wir setzen den Strike und sagen Go. Richtig. Die können wir eigentlich auch setzen, auch wenn er nicht scharf ist. Ja, okay. Dann war die Soul Charge actually gar nicht. Doch, die hat das Schloss rausgesucht. Das war richtig. Doch, das war okay. Die hat das Schloss gekriegt. Das ist fucking worth. Weil jetzt kein Twin Twister kommt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass kein Twin Twister kommt. Die Kastel hätte ich auch in Dev holen können. Na gut, mehr als 1000 Schaden wird er nicht anrichten. Ich habe ein Loch in der Hose. Also was ich jetzt assi wäre, wenn er jetzt eine Chaos vom Auspacken Chaos Max beschwört und ich bin mit 4000 über den Seraph da drüber latscht. Und mal eben wenn er das macht, dann haben wir halt verloren. Ja, dann haben wir mal irgendwo 8000 Schaden gefressen. Aber so wie das Deck bisher aufgebaut war, glaube ich, der baut nicht auf den Chaos Max. Es passieren lustige Dinge. Trotzdem, die Idee mit antiker Feendrache und... ja gut, das kannst du machen. Ja, Gönnung. Jetzt bin ich mir absolut sicher, dass kein Chaos Max kommen wird. Mhm, Gönnung. Ja. Den Strike brauchen wir noch. Vor allem haben wir eh kein Target mehr für die zweite Normalbeschwörung, also spricht er halt sowieso bloß im Weg rum. Das ist straight in, das ist auch noch harmlos. So ein Spirit Ring, der gerade weg, oder? Ja. Okay, dann würde ich den gern striken, wenn er seinen Effekt resolven sollte. Ich fürchte, wir müssen jetzt die Synchro striken. Oder? Ja, müssen wir. Den noch nicht. Ja, wir können auch den Effekt striken, wenn er ihn wegtributet, aber ich glaube, wir können auch einfach das jetzt striken. Ja, warum? Was haben wir davon? Ich meine, wenn der auf dem Feld liegen bleibt, sage ich so what, der macht höchstens den Kastel kaputt. Und er hat sowieso schon einen im Friedhof, also sprich, wir können auch nicht mit, der kann nicht mehr wiederbelebt nochmal kommen. Ja, okay. Wenn er in irgendein Madolche Viech reinrennt, dann schade, dass es mehr als ihm nützt. Oh, er hat noch einen Alternate. Ebenfalls Gönnung. Aber auch noch erlaubt. Ja, Gönnung. Speaking of. Das ist nämlich genau der Punkt. Wenn er jetzt nämlich auf den Strike schießt, dann haben wir nichts gekonnt. Aber, nicht anketten, nicht anketten, nicht anketten. Ja. Wir können ihn eh nicht zerstören. Dann ist, was soll der jetzt machen? Der kann die Kassel kaputt machen. Aber das Weitere nützt uns, als dass es schadet. Nicht ganz, er kann mit Spirit-Friedhofs-Effekt negieren. Ein. So, den kann er nicht killen. Was er selbstverständlich vergessen hat. Ja, denken die nie dran. Annulliert er nur oder verbannt er auch? Annulliert nur, der verbannt dann nicht, ne? Dann. Würde die Angeli gerne mal. Sie darf natürlich nicht. Richtig? Aber sei es drum, wir haben die Angeli jetzt im Friedhof. Jetzt kann er auch noch in den reinlatschen. Aber das ist wurscht, weil er kann jetzt im Friedhof nicht mal annullieren. Das heißt, das reinzulatschen wäre jetzt gar nicht mal so intelligent. Danke. Nehmen wir mit. Ja, bitte stattdessen zurück auf die Hand und wir würden gerne mal. Und ich glaube, wir hätten gerne eine Miauwaffe. Ich glaub, die Prinzessin wäre jetzt gerade ganz cool. Was soll die jetzt gerade? Ja, genau gut, also nicht, das hat andere Effekt verwechselt. Ja, gut, dann die Miauwaffe. Ja. Wir können jetzt auch den Spirit als Tribut anbieten. Was maximal dämlich wäre. Das sollte er sich für unseren Zug aufsparen. Mhm. Wir müssen jetzt eh zusehen, wie wir jetzt um den Spirit Dragon Effekt rumspielen. Wir können mal gucken, was wir nachziehen. Haben wir ein Bruchschwert im Deck? Vielleicht. Nein. Auf Harbringer? Nee, Cypher? Okay. Warum? Ein Dark Matter bauen.
Achso, ja gut. Dann verbannen wir drei Gyukis, die wollen wir uns eh nicht mehr nachziehen. Oder erschießen jetzt noch das Ticket kaputt. Aber den Ticket-Effekt haben wir jetzt schon einmal bekommen. Den jetzt noch, diese zu verlieren wäre zwar nervig, aber im Rahmen. Was hat er jetzt? Was ja, das Ticket. Jetzt schießen? Schießt das Ticket. Ja, okay. Das versuchen wir jetzt eh gleich das nächste. Eben. So, jetzt kann er noch einen Dark Matter bauen. Das Einzige, was jetzt wirklich assi wäre, wenn er jetzt die Arc Brave Armor Fage Combo im Deck hat, weil dann haben wir es verloren. Werden wir gleich sehen. Sah es nicht so aus. Nee. So, ich glaube, wir wollen alle drei Ghost Ogres weg haben. Ja, was wollen wir denen jetzt noch? Eben. Die wollen wir uns gerade nicht nachziehen, actually. Wird die mal alle weg? So, wir können eine Stufe 3, einen Rang 3 und einen Rang 4er bauen. Theoretisch. Aber er darf jetzt erstmal noch unser Schloss banishen. Ja, nee, der ist nur auf die Hand, so erstmal. Hä? Achso, nee, Quatsch, war der Endphase-Effekt. Ja. Ist aber auch okay, weil auch das haben wir schon resolved. Na, wer hätte damit rechnen können, dass das jetzt passiert? Okay. Ja, gut, den Twin Twister kann's wegschießen. Ja, gut, den hab ich kein Problem mit. Also, wir hätten den Strike zünden können. Ach, er hatte zwei drin. Aber egal, jetzt kann er nur noch einen 3000er Beatstick holen. Eben. So. Nichts, was man nicht mit Tiramisu klären könnte. Oh, okay. Das ist interessant. Das juckt die Tiramisu sowas von überhaupt nicht. Da müssen wir nur ein bisschen aufpassen wegen Damage. Wir haben noch die Instant Fusion. Ich nehme mal stark an, wir haben einen Norden. Und ich glaube, einen Thesis habe ich auch gesehen. Wir schauen gleich mal. So, also jetzt wollen wir erstmal hier... Das nächste Ticket. Ja, genau. Wollen wir erstmal ein Ticket haben. Ticket zur Hölle. Na, für ihn auf jeden Fall. Ja, natürlich für ihn. So, jetzt erstmal ein ordentlicher Blick ins Extra-Deck. Achso, ja. Jetzt müssen wir ganz genau gucken, was wir alles haben. Also, wir bauen ein Tiramisu. So viel ist sicher. Und ein Levier. Dann können wir ein... Okay, das heißt, was haben wir... Okay. Also, und okay, wir haben einen Thesaurus. Okay, das heißt, was wir tun können, ist, wir können... Was haben wir alles im Grave? Den zum Beispiel. Wurde der Fusionsbeschworen? Ja, ja. Ja und? Den können wir trotzdem mit Norden nicht wiederholen. Stimmt. Nee, muss erst als... Nee, mit Norden nicht, das stimmt. Ja. So, das heißt, wir können... Tricklon und dann Jelly wiederholen. Ja. Das heißt, wir banishen jetzt erstmal den Castle aus dem Grave. Weil den braucht wirklich keine Sau mehr. Den braucht jetzt gerade keiner mehr. Aber schon haben wir schon raus, ne? Ja, haben wir. Ja, wir haben den Miaufel genommelt. Dann würde ich sagen, basteln. Oh, warte, wir können eine Prinzessin holen und dann mit dem Theseus. Und dann was? Dann können wir ein Zeug bauen und haben keine Karte zum Setzen. Ist mir in der Sekunde auch eingefallen, ja. Den gleichen Gedanken hatte ich auch gerade, aber ich bin dann schneller auf nee, geht gar nicht gekommen. Aber wir können mit Theseus, glaube ich, auf die Schoko-Eistorte gehen, oder? Die können wir auch so holen. Wir können einfach die nächste Angeli holen. Aber was bringt das? Das ist Loop nur einmal mehr. Wir holen aber trotzdem die nächste Angeli. Okay. Und aktivieren die mehr erstmal noch nicht. Das heißt, dieser Schritt ist jetzt dann Dingens jetzt hier. Jetzt bauen wir ein Levi hier. Natürlich auch in Dev. Der würde dann gerne mal. Wir hätten die Dingens hier. Wir hätten gerade eben Seraphnit banishen können und dann über Theseus. Aber es hätte wieder nichts gebracht. Wieso bin ich so viel ins blöden Zeug hingelockt? Wir holen den hier. Wir können den wiederholen, dann können wir den nichts. Tiramisu bauen. Und dann können wir über Dingens hier gehen und dann noch einen Crystal Wing bauen. Clear Wing bauen. Ja. Aha. So, dann jetzt Tiramisu. Ja. Und Tiramisu mischt die beiden Oschis hier weg. Das war jetzt so die Idee gewesen, ja?
Und dich zurück. Wir werden das Ticket wieder im Deck und... Dich, weil die Angelina den Friedhof mehr. Ja, okay. Andererseits, zwei Jellies braucht keiner. Nein! Wir wollen einer Jelly wieder, weil wir kriegen die beiden Karten ja auf die Hand. Ach ja, klar, Schloss. Nein, wir wollen gerne nichts anketten. Ja, die kann man noch wegtributen. So stimmt, es geht auf dem Feld ja auch der Effekt. Stattdessen zurück auf die... Ja, bitte. So. Der da geht und der geht. Der geht. Tschüss! So, wir dürfen mal. So, aber nichts, dass wir bei der Normalbeschwörung schon raus haben. Dann nehmen wir jetzt die nächste Miau-Waffe, hätte ich gesagt. Oder? Nee, Quatsch, haben wir gar keine mehr. Nehmen wir einen Hutcake. Ja, nehmen wir einen Hutcake. Nee, Quatsch, den Hutcake holen wir mit der hier. Wir holen eine Magileine. Okay. Ach ja, wir können ja. Ach ja. Dann können wir mal jetzt ein Ding bauen. Ja. Könnten wir noch die bauen, aber ich glaube, die bringt gerade gar nicht so viel. Nee, aber der hier bringt was, der Cowboy. Dann nehme ich noch den hier loswerden. Dagegen kann er was unternehmen. Muss aber erstmal. Er hat zweimal den Spell im Grave. Richtig, aber das hat nur begrenzt Möglichkeiten. Dann würde ich Trick Clown holen. Der kann nochmal wiederkommen. Wie lang geht der Attack-Buff von Cowboy? Nur wenn er Damage stirbt. Das meine ich nämlich, das tut es nämlich ganz schön weh. Den weg, genau. Und dann latschen wir in den 2500er rein. Ja, mit dem auf jeden Fall. Mhm. Mit dem dann hier, dann rippt der nämlich und dann traden wir hier. Ne, genau, wir machen jetzt so. Wenn das dann auch wegfliegt, dann traden wir hier so rum, weil der auf dem Feld alleine bringt nichts. Für den Rest des Zuges wird nichts mehr von ihm zerstört. Ach ja, für den Rest des Zuges. So ging der Effekt. Meine ich. Ach ja, man kann Angriffe nicht mehr abbrechen, da war was. Hm. Oder? Ne, das blockiert eine Zerstörung, genau. Okay, dann war... Hä? Ah, jetzt, ja. Okay, jetzt ist er den zweiten losgebrochen. Hüter des Schreins. Hä? Dann hat er den reingelegt. Egal. Gerade eben mit Dark Matter. Ja, okay, dann latschen wir jetzt da. Hier rein, weil dann tauschen die beiden 1 zu 1, dann kann der den nicht mehr kaputt machen. Okay, ja, ja. So. Trick Clown. Räuber? Warum nicht? Ja, wenig AP. Ja. Und? Wir müssen ihn nochmal aktivieren. Na gut, da wieder. Und außerdem ist Lebenspunkt eine Ressource. Richtig, immer kosten und dann weiß, wie es funktioniert. Und die ist irgendwann alle. So, dann Endfass. Ja, aber momentan sind wir noch grundsolide. Ja, passt. So, jetzt muss er top decken. Ja. Nee. Oder? Oder ist der Stein Grave. Der Stein Grave Effekt ist once per turn. Richtig. Okay, das heißt. Das heißt, der Top Deck einfach ein Raigeki. Ja, gut, das funktioniert. Aber wir haben einen Trick-Clown. Aber wir haben einen Trick-Clown. Ganz toll. Natürlich top deckt er einen fucking Raigeki. Ja, aber Moment, der ist ja noch nicht durch. Noch ist er hier nicht durch. Jetzt kriegt er einen auf die Hand. Ja, und der zählt als zwei Tribute. Und einfach angreifen. Ja, stimmt. Ja? Da war was. Das war jetzt... Alter, den gottverdammten Raigeki topdecken musste. Ja, das war jetzt zugegebenermaßen grundsolide. War stabil, ja? Das war jetzt wirklich stabil. Ja. Spielt denn heute noch Raigeki in Blue Eyes? Mal ganz im Ernst. Och, das kann man schon machen. Ah, ist gleich zur Deckbewertung. Aber es ist an der Stelle zu Top-Deck mal ein bisschen ungünstig. Ja. Ist gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir. Wir haben zweimal Garnet, eine Prinzessin, einen Trick-Clown, zweimal Messengelato, dreimal Magileine, dreimal Angeli, dreimal Hootcake, eine Miau-Waffel, dreimal Yuki-Usagi, dreimal Instant Fusion, Soul Charge, Upstart, Foolish, dreimal Twin Twister, dreimal Brilliant, zweimal Ticket, zweimal Schloss, Party und dreimal Strike sowie eine Warnung. Extra Deck haben wir Seraphnid, Theseus, Norden, Zolkin, Ice, Trishula, Crystal Wing, Leering, Schoko Eistorte, Tiramisu dreimal, Kastel, Cowboy und Levier zweimal. Was vorneweg? Das hier ist ein RL-Deck und Restriktion, weitere Anschaffungen, abgesehen von dem, was er bereits hat.
beschränken sich auf 150 Euro maximal. Schwierig. Eigentlich, wenn es um RL geht, ja, schmeiß das Deck weg, kauf Zodiac, passt. Gut, Zodiac ist nicht unbedingt 150 Euro Budget. Euro. Das funktioniert nicht. Abgesehen davon, dass es dann mit dem Link-Format nicht zwingend einfacher wird für Zoom. Domain-Monarchen geht, aber die bricken. Ja. Wenn ich überlege, was bei mir aktuell auf Locals so rumläuft. Ich weiß nicht, was man für Metal Fo Yang Sing ausgeben muss. Das könnte eine Sache sein. Ich habe aber keine Ahnung, was der Yang Sing Chor kostet. Die Metal Fos sind bezahlbar. Die sind sogar sehr bezahlbar. Die Terror Top Engine haut ein bisschen rein, aber nach dem Common Reprint geht auch das einigermaßen klar. Wobei sich der Preis eigentlich gar nicht mal so viel verändert hat, warum auch immer. Scheiß Common 6 Euro. Weil halt Terror Top Taketon Bock eine fucking gute Kombi ist. Ja, der ist inzwischen auch 5 Euro. Scheiß Karte. Naja. Könnte aber trotzdem noch in die 150, müsste aber trotzdem noch in die 150 Euro reinpassen, wenn man es dann noch ich mit dem. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was die Young Sings kosten. Nein, ich weiß, guck halt kurz Frax, nach. Das sind 20 Karten. Ja, dann gib einfach oben Yang Sing ein, dann kriegst du die komplette Liste. Wenn das so einfach wäre. Also ich weiß, dass Zerfraxi... Oh, dass Zerfraxi ganz gut teuer ist. Aber schauen wir mal. Warum wir jetzt... Gut, währenddessen erzähle ich kurz was. Und zwar die Frage, warum wir jetzt halt überhaupt über komplett andere Decks reden, anstatt über das hier. Weil die Sache ist nicht... die Sache ist weniger, dass hier... noch Verbesserungen gemacht werden müssen, die man halt erstmal anschaffen müsste, auch wenn ich nichts von der Prinzessin halte. Sondern die Tatsache, dass dieses Deck etwa so an sich nicht arg viel Potenzial hat, aus dem man noch was schöpfen könnte. Ja. Das Killpotenzial von dem Deck ist gegeben. Aber das Problem, was das Deck hat... Anfang. Wie willst du hier bitte ein gescheites Board hinlegen, dass der Deck nicht einfach durchgrindet? Du hast keine Nines außer dem Strike. Der First Turn sieht halt so aus, dass man entweder mit relativ viel Glück, sprich Instant Fusion plus Brilliant Fusion, den Crystal Wing hinlegt. Oder sollte das aus irgendeiner zufälligerweise nicht funktionieren, Surprise, die Möglichkeit gibt es, dann hat man ein Problem. Ja. Dann kann dieses Deck einen Strike setzen und hoffen, dass der Gegner den nicht verdwistert. Und im gleichen Atemzug ist es halt so, dass wenn man nicht second, nicht first geht, also wenn man second geht, und dann kann man eine Barrier fressen. Selbst wenn man keine Barrier frisst, hat das Deck hier zwar ziemlich gute Möglichkeiten, das gegnerische Board aufzuräumen, den Gegner dann allerdings, hat dann aber meistens nicht genug Power, den Gegner umzuklopfen. Kann es haben, hat es aber nicht zwingend, wenn man nicht ziemlich gutes Blatt hat. Und das Problem ist auch vor allem, wenn der Gegner einmal merkt, gegen was er spielt, dann bewahrt er sich den einen Negate einfach bis zur Tiramisu auf und dann war es das. Weil das Deck hier vom Twin Twister abgesehen, im gleichen Atemzug nämlich wieder nichts hat, um diese Negates wegzubekommen. Also gut, wir hatten jetzt gerade 2 Outs gegen den Crystal Wing. Aber auch nur deswegen, ja gut, wir hatten halt Brilliant Fusion. Wir hatten schon ein Set-Update, das er nicht gescheit durchgrinden konnte. Ja. Weil er auch nicht ganz richtig gespielt hat. Ja. Also durch einen Crystal Wing sind wir jetzt halt vorher durchgekommen, beziehungsweise haben wir dann ja nicht am Ende Tiramisu gebaut, aber ja. Weil wir es nicht konnten, wir hätten überhaupt kein Tiramisu holen können. Ja, also er hatte halt schon leicht verkackt eigentlich, das Play mit dem Azure Eyes war komplett querbehindert. Also, sorry, aber ist so. Und trotzdem haben wir es nur gerade so geschafft, also das, den Top-Deck Regie, das fällt mir unter die Kategorie Unlucky. Oder den hätten wir wahrscheinlich gewonnen, ja. So geschafft, uns hier irgendwie in eine Position zu bringen, wo das Game zumindest einigermaßen fair aussieht. Es hätte auch jeder, obwohl ich glaube, er war durch alle Blue Eyes und alle Alternate durch, oder? Durch alle durch, hatte alle 3. Ich glaube, er war nicht durch alle Alternate durch. Bin mir aber nicht sicher. Hab ich jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, aber er hatte ziemlich wenig. Hätte auf jeden Fall noch geregelt, weil dann hätte er sich den anderen geholt und unseren Tiramisu wieder überrannt. Also, ja, es ist alles nicht so einfach. Und Blue ist jetzt nicht das stärkste Deck, was rumläuft.
Also, muss man leider so sagen. Und hätte der Typ halt richtig gespielt und statt dem Azure Eyes einfach den Spirit Dragon behalten und im richtigen Moment für ein Moonlight weggeopfert, hätten wir verloren gehabt. Richtig. Also, der hat schon ziemlich schlecht gespielt und relativ schlecht gespielt, dieser Gegner. Diese Kombi für Crystalling war ganz nett, ja. Aber das Decision-Making. Die war actually nicht schlecht. Aber das Decision-Making war so ein bisschen, naja, das waren halt. Das hat so ein bisschen gewirkt wie auswendig gelernte Züge, was der runtergespielt hat. Das haben viele Decks so an sich. Mhm. Ja, aber zurück zu diesem Deck hier. Das hat halt, wie gesagt, die eben genannten Probleme. Und deswegen ist es halt auch schwer, hier mehr als 10 Punkte zu geben. Und wie gesagt, es gibt hier kaum Verbesserungsvorschläge, außer halt zu sagen, man wenn kann du Barriers wirklich durch Strikes ersetzen, wenn man will. Andersrum? Strikes durch Barriers ersetzen, wenn man will. Was im 150-Euro-Budget drin wäre? Actually nicht. Barrier kostet 60 das Stück. Echt 60? Okay, dann wäre es knapp drüber. Ja, und ich würde mir jetzt auch an deiner Stelle hier wirklich nicht, also wenn du wirklich nur 150 Euro ausgeben willst, dann, wie gesagt, Metal for Young Sing ist eine Sache. Das Deck hat gewisse Probleme, Second zu gehen. Sorry, aber wenn du wirklich auf Turniere gehen willst und sagst, was kann man besser machen, dann kann man halt wirklich nur sagen, spiel ein anderes Deck. Ja, ansonsten, verschiedene Metal for Varianten funktionieren ganz gut. Das Problem ist nur, dass man für die meisten wirklich guten Metal for Varianten Zodiac spielen muss. Metal for Young Sing ist das einzige, was ohne Zodiac funktioniert, weil es halt, wenn es First geht und gut eröffnet, absolut unbesiegbar ist. Es ist straight up unmöglich, durch dieses Board durchzukommen, was die aufbauen. Aber gut, das erfordert halt, dass du A, First gehst, B, eine brauchbare Hand hast und C, der Gegner nicht allzu viele Maxi/Ghost-Ogres hat. Und natürlich, gut, das streiche ich mal, aber theoretisch auch noch ein bisschen Übung, bis man das Ganze einwandfrei hinbekommt, die ganzen Kombos, aber ja gut, Zeit ist ja immer drin. Ja gut, dann wie gesagt, 10 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, da guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm not going to be able to do that.